Wheel of MMA 49 in Stuttgart ist Geschichte. Ich stehe hier gerade mit Judith Ruiz vom Team Honey Badger, die heute einen wirklich fulminanten Sieg an die Nase fahren konnte. Erzähl uns was davon. Ja, ich würde sagen, es lief ganz gut. Also alles nach Plan und ja, bin sehr erleichtert. Okay. Erzähl doch mal, wie verlief der Kampf und wie kam das Ende zustande? Sie ist relativ gut reingekommen, hat gleich den Wurf angesetzt, also waren relativ schnell am Boden. Und ja, ich konnte mich so peu à peu in den Rücken reinarbeiten. Und dann, wie es hat mich einen Sieg gewinnen. Wie geht's von hier aus für dich weiter? Ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen. MMA-Kämpfe sind jetzt für dieses Jahr nicht mehr geplant. Jetzt muss ich erstmal gucken, arbeitstechnisch, dass ich da wieder ein bisschen hinterherkomme. Mal schauen. Also mein Traumziel wäre eigentlich, nochmal im Ausland zu kämpfen. Okay. Also keine, wie soll man sagen, Aspiration, hier mal um einen Titel zu kämpfen? Ich meine, heute haben wir auch einen Titelkampf ausgemacht, mehr oder weniger. Ja gut, bei Wheel of mal um Titel zu kämpfen, das wäre natürlich schon so Wunschtraum denken. Muss man halt mal schauen, ob sich sowas ergeben würde. Ist halt jetzt auch erst mein erster Kampf bei Wheel of gewesen. Mal schauen. Aber nochmal zu Hause zu kämpfen, vielleicht mal um Titel, ja. Das wäre ganz. Dann schieben wir nochmal in eine positive Zukunft. Wenn du möchtest, grüß noch gerne dein Team oder Sponsoren oder sonst irgendetwas oder sag uns. Toll. Ja, also ich möchte ganz, ganz, ganz arg mein Team grüßen. Budo Keller Bohnland, Team Honey Badger, die haben mich unglaublich unterstützt. Also kann das gar nicht in Worte ausdrücken. Vor allem meine Athletiktrainerin Sandra und auch mein Doc Jürgen, die mir beim Weltcut unglaublich geholfen, mich unterstützt haben. Auch das German Top Team, was uns ständig bei der Vorbereitung unterstützt. Und ja, ich sende auf jeden Fall Grüße nach Japan. Da sind gerade ein paar Leute. Oder Christina Freunde. Brauchle. Ja, und der Peter Angerer. Auch eine Freundin von mir, ja. Ja, genau. Die sind in Japan und bei denen geht es morgen und nächste Woche los. Und ich drücke ganz fest die Daumen. Und ja, ich freue mich einfach über dieses mega geile Team und diesen Zusammenhalt. Ja, bin einfach nur happy. Dann freue ich mich für dich, gratuliere dir, ne? Und ich wünsche dir einen schönen Abend.